Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder auf Microdraser TV. Ich bin's, der Bio, und wir spielen zusammen den Bausimulator 2015, jetzt in der Ultimate Edition. Doch, Deluxe. Deluxe Edition. Vorher war's Gold. Ja, richtig. Der Ice Dragon ist dabei und der Heiko. Und heute zum Aufnahmezeitpunkt ist ja der neue DLC erschienen, der DLC 8. Und der beinhaltet natürlich zwei Bagger und einen Mobilkran, richtig? Richtig. Nee, also Mobilkran, nicht ein Schnelleinsatzkran. Ja, wie, ihr wisst jetzt nicht zufällig den Namen vom DLC, ne? Auch A918. Findet ihr auf Steam oder bei Games Planet für gerade mal 3,99 €. Also die Preise vom DLC, die sind einfach der Hammer. Hier beim. Finde ich wunderbar im Bausimulator. Beim Bausimulator. Sind vollkommen okay, ja. Also da kann man echt nicht meckern. Da kann man immer noch sagen, okay, ja gut, das DLC kaufe ich mir, aber nicht so bei 15 Euro oder so ein Scheiß. Wenn ihr die Folge natürlich guckt, ja, jetzt am Samstag, sind schon ein paar Tage vergangen. Offiziell war er für den 21. angekündigt gewesen, ist dann aber erst am 22. erschienen, weil es irgendwie Probleme mit Steam gab. Ja, aber jetzt seht ihr hier die Bagger hier vor uns, und da haben wir einmal einen Mobilbagger. Genau, das ist nämlich der A918 hier. Ja, zu unserer... Kompakt. A918 kompakt. Genau. Und das ist schon geil mit Reifen, ja. Ihr braucht ab sofort, wenn ihr diesen DLC kauft, keinen Tieflader mehr, um Bagger-Einsätze zu fahren. Sondern der ist echt flink unterwegs. Der hat einen guten Wendekreis und baggert sich genauso wie die großen. Schaufel allerdings ist ein bisschen kleiner. Um fast die Hälfte kleiner als wie von dem großen Bagger da hinten. Und finde ich sogar noch ein bisschen kleiner. Was machst du da? Ein Sonnenschutz oder wie? Ja, ein Helm, weil du keine Warnweste hast. Ja, jedenfalls ist noch der hier dazugekommen. Der ist größer als der Standardbagger, der hier von vornherein drin war, ne? Er hat eine größere Schaufel auf jeden Fall, ja. Aber sonst, ja. Ansonsten ist er, glaube ich, nicht viel größer, aber er hat eine größere Schaufel. Halt einfach. Sieht jetzt auch nicht wirklich viel anders aus als der Standardbagger, der hier von vornherein schon drin war. Hier, der zu unserer rechten Seite hier, der schon, also. Alter, was ist das Unterschied von der Schaufel, ey? Allein den Schaufelunterschied, guck mal. Können wir mal ein bisschen weiter runtergehen, dann sieht man es besser vielleicht. Naja, wenn man sich das auch mal so. Genauer zeigen. Mach mal deine Schaufel daneben hier, Heiko. Naja, na ja. Boah. Ist das zu tief? So. Das ist schon ein Riesenunterschied. Der Schaufelunterschied ist schon der Hammer, oder? Also die große hier vom 956 hat 3 Kubik und die andere hat 1,5 Kubik, glaube ich auch. Von dem Standardbagger jetzt, oder wie? Oder jetzt von dem kleinen hier? Der kleine hat, glaube ich, 1,5 auch, ne? Okay. Oder nur 1 Kubik, weiß gar nicht. Also der sieht echt wahnsinnig klein aus. Ich kann noch mal gucken, warte mal. Ich guck noch mal nach. Firma, Fuhrpark, was war der hier? Also ich habe mich bisher echt nur mit dem anderen beschäftigt. Das ist nicht der. Mobile Bagger, der hat gerade mal 1 Kubik. Okay. Also, der hat nur 1 Kubik und also, der andere hat 3 Kubik hier. Ist es der kleinste jetzt in dem Bunde? Der Mobileinsatzbagger hier? Genau. Der Mobilbagger? Und der, den wir vorher schon hatten, der Bagger, der hat nämlich 1,5 Kubik, der liegt dazwischen gerade. Aber wie gesagt, schön halt, ihr braucht halt keinen Tieflader mehr oder sonst irgendwas. Das war schon ein bisschen lästig gewesen, den Bagger da mal aufzufahren und dann mit dem Auflieger dann da immer hinzuballern und. Ja, du kannst mit ihm jetzt direkt zur Baustelle fahren. Direkt quasi. Zur Baustelle, genau. Trotzdem brauchen wir gleich einen Tiefladen, ne? Für? Für den anderen. Ja, haben wir ja. Aber es geht jetzt darum, dass wenn man jetzt von vorne anfängt oder sowas, jetzt nicht gerade Geld hat für einen Sattelzug und einen Tieflader, ja? Ja. Da reicht denn der Bagger hier aus, dass ihr den erste Baggermission machen könnt. Weil das ist schon, der Standardbagger kostet ja um die 200.000, dann brauchst du ja noch den LKW dazu und also die Transportmöglichkeit dazu. Der kostet nur 140, ne, der Radbagger da. Da bist du mal eben schnell bei deiner 500.000 oder 400.000 oder sowas. Und hier hast du jetzt diesen kleinen Bagger und dann kannst du natürlich schon loslegen. Wir haben aber auch im Firmengelände statt, so müsste das sein, ne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Müsste jetzt auch ein Schnelleinsatzkran stehen. Ja. Bist du übergesprungen schon mal? Jupp. Heiko, wir springen mit dem Fahrzeug aber zum Gelände rüber, okay? Sofort. Firmengelände Stadt. So. So, und zwar ist er das hier. Der Schnelleinsatzkran ist, glaube ich, auch der kleinste, ne? Ist, ja, also. Ich weiß gar nicht, ja, haben wir jetzt verkauft den anderen kleinen. Mhm. Also kann ich nicht mal sagen, ob der jetzt kleiner ist, aber ich glaube, er ist kleiner. Kann natürlich jetzt, ihr könnt jetzt natürlich im Shop nachgucken, ob er kleiner ist, aber. Was witzig also, ist. Du sitzt jetzt ja, das Witzige ist, dass das eigentlich ein Kran ist, der ferngesteuert wird.
Ja, der hat ja keine Kabine eigentlich. Man sitzt nicht mehr in der Kabine drin, deswegen sitzen wir jetzt auch so tief. Ja. Das wird eigentlich ferngesteuert, deswegen wundert es mich gerade ein bisschen, warum der Mannequin weg ist. Das ist ein bisschen blöd. Ach, dein Köpfchen hier ist auf dem Gewicht oben drauf, Das ist gemerkt schön, man also gerade. hänge ich doch mit dem Kopf durch. Das ist doch schön. Also gut, deinen Kopf sieht man nicht, aber deinen Schriftzug sieht man, dein Ach Bio so. hat man gesehen. Warte mal gucken. Ja, man sitzt Ja. relativ, ja, man sitzt ja nicht direkt jetzt drin, Richtig, ne? ja. Es gibt eine freie Kamera und die Hakenkamera, es gibt nur diese zwei. Du hattest irgendwas mit Gewicht gesagt gehabt, das für Kraneinsätze der Stufe 2. Ja, genau. Aber es war der andere vorher auch schon, also von daher. Was der Standard, der von vornherein schon. Der andere kleine, Ah, okay. genau. Der Flat aber drei, ne? Der hat, ich glaube, drei, ja. Und der Raupenkran hat vier, meine ich. Der hat vier, genau wie der mobile, der große Aber mobile, der ja. dafür ist der auch bestimmt deutlich günstiger gewesen als der Standard, oder? Ja, der kostet auch nur 125.000. Also es ist Ist noch schon. billiger als der Bagger. Der Bagger kostet ja 140. Also ist schon. Ich verstehe bloß nicht, warum sie Bagger und einen Kran mit reingepackt haben. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, wo haben Sie eigentlich den großen Monsterbagger gelassen? Habe ich ihn nicht eigentlich auf den Hof gestellt? Welchen großen Monsterbagger? Monsterkran, Entschuldigung. Habe ich den großen Monsterkran nicht eigentlich neben die Halle da hinten eingeparkt? Achso, du meinst den Gehabt? großen Mobilkran? Den ganz großen, ja, den Stufe 4 Kran. Wo steht denn der? Mal gucken. Testen wir mal. Ach, ich bin schon drin. Der steht Achso. am Hafen. Okay. Oder am Stahlwerk eher, so. Eigentlich habe ich ihn zurückgefahren, meines Wissens, aber ich kann mich auch irren. Tja, so ist das. So, da uns leider nämlich die letzte Folge abgeschmiert ist, konnten wir euch dann natürlich nicht mehr das Parkhaus zeigen, wie wir das Das fertig Finale gebaut haben. davon, ja. Wir haben auch, glaube ich, schon eine neue Mission angefangen, wenn mich jetzt nicht Nein. alles täuscht. Nee, Doch, haben wir hatten nicht. wir. Nein. Nein, hatten wir nicht. Nein, wir haben keine andere Bist du sicher? Mission Achso, auf. wir wollten, ne? Wir wollten die Neubausiedlung machen, ne? Ja, Ja, aber aber ist wo? jetzt sowieso überfällig, weil wir, ich glaube, jetzt erstmal einen Auftrag vom neuen DLC machen, Da oder? musst du mal gucken, ob der überhaupt verfügbar ist. Na, ich Ich guck hatte da gleich direkt mal. einen. Nee, Ich ich guck hatte gleich mir. mal. Also, ich habe jetzt nicht alle drei Fahrzeuge gekauft. Ich hatte jetzt den kleinen Bagger und den Kran. Hat er mir jetzt keinen Auftrag angezeigt. Aber ich bin da, Ich steckt da guck jetzt auch gleich nicht so mal. drin in der Materie. Jedenfalls aber für 3,90 €. Also, eins muss man wirklich Weltenbauer lassen. Das Spiel ist jetzt mittlerweile 2 oder 3 Jahre schon auf dem Markt oder irgendwie sowas. Dass sie jetzt immer noch Content rausbringen, ist immer noch erste Sahne. Ja. Ja, Hätten ja habe ich jetzt auch schon gesagt. weitaus einen neuen Ableger hier rausschmeißen können. Obwohl ich glaube, der Meinung bin, dass das jetzt aber wirklich der letzte war. Weil mit der Deluxe Kann gut Edition, sein. was kommt nach Deluxe? Die Ultra Edition? Diamond Edition, Ja, Platin stimmt, Edition, ja. Da gibt's noch was, also da kommen noch ein paar DLCs. Titanium Edition, also davon habe ich schon leider kennt. Ja, bloß dass der Landwirtschaftssimulator nicht mehr anderes drin packt. Ne. Was ich jetzt machen möchte, ist, mir die andere Zugmaschine zu schnappen, um den anderen Mobilbagger aufzuladen. Sind wir den Kettenbagger da. Raupenbagger. Warum willst du den aufladen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Weil wir ja alle auf dem. Wir haben beide Bagger auf dem Tieflader stehen dann. Der eine steht Ja, jetzt sowieso auf dem und was Tieflader. macht das für Sinn, wenn wir beide Bagger auf dem Tieflader stehen Dann können haben? wir beide Weil wir baggern. zwei Tieflader haben. Naja, aber der Punkt ist, was wir die Walze brauchen? Dann Okay, müssen wir extra einen ja. Bagger vorher runterfahren. Ist wurscht. So, dann nimm mal Auftrag an. Guck mal nach. Auftrag. Ich gucke Auftrag. Ich gucke. Ich gucke mit der Augen. Es gibt 10 Aufträge, also 10 Ausschreibungen haben wir. Oder Mhm. 10 normale. Weiß nicht, Sonderaufträge wollt ihr auch nachgucken oder erstmal die normalen gucken. Nur Ich normale. glaube, es Also sind nur normale, ne? wir haben ein Einfamilienhaus mit Holzanbau. Drei Bauabschnitte gibt gerade mal 23.000 dafür. Nee. Dann gibt es ein Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Dann gibt es ein modernes Steht Einfamilienhaus. es eigentlich da, wenn es eine neue Mission ist? Also eine neue Mission jetzt vom. Nein. Okay, Okay, glaube nicht, dann. nein. Das ist der Aber ich Punkt. weiß so grob, welche das sind. Ich habe hier ein modernes Hochhaus, Spedition Merkur. 13 Bauaufträge. Nee, gehört nicht dazu. Modernes Bürogebäude. In drei Minuten 50 würden wir wieder neue Aufträge bekommen, aber. Leider ist Steam so ein bisschen abgekackt, da nämlich heute gerade zum Aufnahmezeitpunkt auch noch das Steam Summer Sale gestartet ist. Kommst jetzt natürlich nicht mehr dahin, wo du hin willst. Wisst ihr, hier gibt es nicht den Auftrag, neues Parkhaus. Den könnte man jetzt immer wieder machen, theoretisch. Und die Brücke können wir natürlich wieder bauen. Das Fuchsbergklinikum können wir alles natürlich immer wieder bauen. Schulsportplatz hätten wir auch noch. Als Spezialauftrag. Aber wir wollten, Windkraftanlage und einen Haufen. wir wollten ja eigentlich dann die Neubausiedlung anfangen, ne? Ja, wir haben auch noch einen Haufen Schwertransporte zu machen, ne?
eine Lagerhalle mit Anbau und das Neubaugebiet haben wir natürlich auch noch. Ja. Aber wir erst was, lass aber erstmal was machen, wo wir einen neuen Bagger brauchen. Naja, Baggern ist Baggern. Du kannst ja jeden Baggern ist Baggern. Du kannst ja jeden Bagger benutzen. Baggern ist Baggern, Heiko. Ja. Ja. Macht da keinen Unterschied, welchen Bagger du nimmst. Ja, deswegen meine ich ja, aufschauende Bagger nehmen. Irgendeinen wir baggern müssen. Ja, warte mal, ich guck mal gerade nach, ob ich hier irgendwas finde, wie diese Mission heißen wird. Vielleicht sollte man da diese 3 Minuten kurz noch abwarten oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob man da bei Steam jetzt direkt da irgendwie was findet. So, angeblich findet er kein Construction. Naja, ist ja interessant. Das Spiel steht drin unter Construction Simulator 2015 und er findet unter Construction kein Spiel. Machen wir nur Cons vorne. Ich mach jetzt Cons mal Bausimulator. Das sind das Rechnen. Diese Anfrage. Oh. Mach mal CONS Cons. Und kommt da meistens schon. Kommt da meistens auf einer Liste. Nein, ja, weil Steam einfach mal gerade total überlastet ist. Ist gerade ein bisschen überladen, ja. Ja, 2 Minuten sind es noch. Ansonsten, ja, wir hätten, wie gesagt, ja einige offen, ne? Aber modernes Bürogebäude oder zweimal modernes Bürogebäude. Na, wie viele Missionen kannst du denn annehmen? 3, ne? 3. Ja, dann nimm doch mal schon mal 2 an, damit wir da schon irgendwie. Eine würde ich offen lassen, damit wir halt eine neue Mission noch bekommen. Ich würde ja gerne auch das Drehbohrgerät mal wieder verwenden, aber auch Ethereum. Ja. Also fallen die ersten 3 schon mal weg. Kein Drehbohrgerät. So, also baggern wollen wir bestimmt auch, wa? Hm. Haben wir jetzt 3, jetzt können wir zu dritt baggern. Genau, jetzt können wir zu dritt baggern, genau. Ich nehme den kleinen aber, ja? Bitte. Also beim modernen Apartment-Hochhaus, den ganz kleinen, wir haben also theoretisch sogar 4 Bagger. Naja, also nicht diese Gurke, also wenn, dann nehme ich hier den Mobilbagger. Also wir hätten ein modernes Apartment-Hochhaus, ja, brauchen wir 2 verschiedene Kranen, also 1 oder 2 geht. Ansonsten ein bisschen die Walze bräuchten wir, Beton natürlich, Baggern und was mit dem Windkipper wegfahren. Er zeigt es mir direkt mal an, das ist ja der Wahnsinn. Ansonsten hat aber kein Drehbohrgerät mit drin. Da haben wir nur 2 Aufträge gerade und das wären die beiden modernes Bürogebäude. Muss ein Drehbohrgerät dabei sein? Wir hatten ja gerade gesagt gehabt, dass es mal schön wäre, wenn wir mal wieder eins hätten. Na, wir haben das schon lange her benutzt, das Drehbohrgerät. Das steht schon ewig lange auf dem Hof sinnlos rum. Für teuer Geld. Aber wir machen mal, ich mache mal das moderne Apartmentgebäude, da ist Baggern dabei, da wollte ich schon weiter vorne Baggern haben, so am Anfang gleich. Hier steht nur drinnen 3 neue Bauaufträge. Ich warte mal noch, das sind aber nur 20 Sekunden. Achte darauf, steht extra hier, ja. Achte darauf, dass du im Spiel auch über genügend Geld verfügst, um die Maschinen kaufen zu können. Das ist natürlich auch bitter, ne? Kaufst du den DLC und kannst du nicht gleich benutzen. Na ja, gut, aber wer ist die Regel mit dem Spiel, die hat schon so. Also hier Geld, steht, egal ob ein, nee, der neue Baufahrzeuge, also hier steht irgendwas mit Bürogebäude, Mehrfamilienhaus oder. Aber das sind ja nicht die 3. So, jetzt habe ich neue Aufträge bekommen. Ja, ein Einfamilienhaus mit großem Balkon. Da könnte gleich am Anfang gebaggert werden. Ich glaube, das ist die auch. Da ist ein Haus abgebildet mit einem großen Balkon. Dann gibt es ein Mehrfamilienhaus in Naturoptik, da kann man baggern. Das Herrenhaus gibt es übrigens wieder. Okay. Auch hier ist das Mehrfamilienhaus in der Stadt. Ja, das habe ich angefangen. Das ist so bescheuert. Zumindest die Lage. Das ist wirklich mitten in der Stadt, du hast wirklich rechts und links Gebäude stehen, also du brauchst wirklich so mitten rein. Ja, das ist, zwischen zwei das ist aber cool. Das hatten wir noch nicht. Nee. Die Logik aber, du kriegst den Kran dann theoretisch, wenn du ihn abbauen müsstest, nicht hier raus. Ja, das ist unlogisch gemacht, der Kran ist unlogisch platziert, ja. Geht aber noch ein großes Mehrfamilienhaus mit 15 Einheiten, das ist auch mitten in der Stadt. Ich schick dir mal... Lass mal das große nehmen. Ich schick dir mal, warte mal, bevor du jetzt hier irgendwas machst, ich schick dir mal ein Bild und dann guck mal nach, ob das da... Weil wir selbst können ja keine Mission auswählen, ne? Nee. Dann schicke ich dir mal ein Bild. Vielleicht ist das ja dabei. Guck ich mal, dass dabei ist. So. Da ist ein Bild. So, gucken wir mal. Achso, dieses Monster-Ding ist nicht dabei, nein. Warum nicht? Der ist gerade nicht mit aufgeführt. Das Gebäude ist gerade nicht dabei. Na gut, dann machen wir irgendeine Bagger-Mission. Bevor wir jetzt hier stundenlang rumwarten. Also ich würde sagen, wir nehmen... Das mit der Stadt hört sich schon mal gut an. Genau, die haben auch beide... Ich würde beide annehmen, die in der Stadt sind. Ja. Da müssen bei beiden gebaggert werden, von daher... Gut, ich fahr schon mal los. Laden wir den anderen um?
den großen Bagger nehmen können, den neuen, ne? Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ich mache mir jetzt nicht die Arbeit, hier runterzufahren. Nee, ich mache das schon. Ich mache mir nicht die Arbeit. Naja, ist so faul, wa? Der Typ. Was sagst du? So, nehmen wir die auch noch an. Ich drück grad vorwärts und erstmal rein rückwärts. Das ist nämlich das Problem, also. Dieses Mini-Geruckel immer da drinne. Ja, lässt die Mission, lässt dieses Aufnahmeprogramm immer abschmieren. Ja. Ich nehme mir jetzt halt mal direkt anders auf, deswegen seht ihr jetzt unten rechts auch die Leiste. Wie viel. So leider ist jetzt. Wie lange wir schon spielen. Leider ist jetzt keiner dabei, wo ein Drehbohrgerät dabei ist. Weil wir können ja noch eine Mission annehmen. Ich lasse die beiden Folgen. Möchte ich gleich gerne einmal neu auf den Server. Das spackt bei mir gerade so rum. Oh doch, es wäre was dabei, ein Spezialauftrag mit Drehbohrgerät. Ja, welcher? Die Windturbine, ne? Kann man auch baggern. Ja, die Windkraftanlage. Ja, mach doch. Die haben wir auch noch nicht. Ich nehme die einfach mal an. Ja, die haben wir auch nicht gebaut. Die Sondermission, die müssten doch eigentlich mal verschwinden, oder? Die brauchst du nicht wenn mehr. Wenn die neu startet, verschwinden die und dann kannst du neu bauen, ja. Genau. Na gut, Windkraftanlage, ne? Raupenkran wieder. So, also welche machen wir zuerst? Die wir zuerst angenommen haben, würde ich sagen, ja. Also dann markiere ich mir die nämlich hier oben. So. Du musst auf den Fortschrittsbalken klicken. Ja. Zu aktiv zu setzen quasi. Ich weiß nicht warum. So, dann brauche ich erstmal eine Zugmaschine. Wo ist denn jetzt unser Zug? Ach, dieses Spiel macht mir immer wieder Spaß. So, jemand ist im Mobilbagger auf jeden Fall. So, ich brauche die Zugmaschine. Wo steht die denn? Ach, die steht hier oben. Okay, alles klar. Ist sie noch angekoppelt? Ja, die ist angekoppelt. Oh, wo schickt er mich denn jetzt schon wieder hin? Ja, das gibt's doch gar nicht. Na, wahrscheinlich zur Windkraftanlage. Hast du mal geguckt, dass noch die richtige aktiv ist? Baustelle 3. Ich hab doch hier aufgedrückt hier oben. Ja. Also ich komme mit diesem Menü einfach überhaupt nicht klar. Das ist so bekloppt gelöst hier. Nee, ist wirklich so. Also diese Navigation kannst du echt knicken. Ich komme mir gar nicht, gerade nicht klar, ey. Was kommst du? Ich kann nicht mehr vorwärts laufen. Wieso kannst du nicht mehr vorwärts laufen? Aber er kann nicht mehr vorwärts laufen. Hast du irgendeinen Controller angeschlossen, einen Lenkrad, einen Joystick, irgendwas? Gar nicht, nur mein Headset. Ja, die können auch dafür sorgen, dass du rückwärts läufst, weißt du? Okay. Was, ein Headset? Er läuft die ganze Zeit rückwärts. Er läuft rückwärts die ganze Zeit, weißt du? Spiel einfach neu starten, fertig. Ja, mach ich gleich in der Pause. Momentan sitze ich jetzt im Bagger, da sollte es noch nicht gehen. Oder spring einfach mal in ein Fahrzeug drin. Ja, habe ich ja hinten gemacht. Danach ging es doch halt teilweise. Ja, das Fahrzeug ist rückwärts fährt die ganze Zeit. Oh, ist aber ein großer Bereich, den wir hier ausbuddeln müssen. Ja, wir haben einen großen Bagger jetzt. Der aber noch nicht da ist. Ja. Okay, ich bin jetzt auch zu voll zum Umladen, aber. Ja. Kriegst du das hin halt oder das Ding da rauf zu fahren? Wir werden sehen. Naja, ich habe keine Lust, hier ewig lange jetzt Experimente zu machen. Wollen wir ja, wir brauchen hier. Die Frage ist bloß, ist der breit genug? Das wird schon reichen. Ach ja, Mullenkipper. Warte doch mal. Ja, ich warte doch. Ich wäre schon viel näher dran. Ja. Mal gucken, ob er breit genug ist. Alter. Wie sieht's aus? Ich kann ja zwischendurch fahren. Also wir brauchen einen anderen Anhänger, oder? Ich würde auch sagen. Ich würde sagen, dass wir das Drehbuch. Dann fahren wir zurück, fahr weg. Ich würde sagen, wir nehmen den Schwerlastanhänger davon. Ja, ja, genau. Würde ich auch weiter zurück. Jetzt fliege ich hier nämlich die Rampen hier hoch. So, dann fahren wir den mal beiseite hier ein Stück, wo der im Weg rumsteht. Na, bleib doch stehen. So. Boah, ist das laut. So. Du sollst aus der Rinder zu Hause ausschauen. Ey, aber Eis, wenn du die beiden Sachen schon mal genau anguckst, ne? Die haben schon einen großen Unterschied, die beiden Bagger. Ja, wenn du meinst. Ich hab's mir noch nicht so genau angeguckt, aber okay. So, wenn du das sagst, dass die Unterschiede haben, Unterschiede. So.
Dann darfst du hinten noch nicht mitlenken, sonst knallst du die Anhänger gegen. Ja, ich kann mit dem Ding fahren. Achso, ich wollte gerade Blödsinn zu wenden, aber egal. Ja. Ja, Erfahrung ist was anderes. Falsch gelenkt. Ich mache, wa? Ja. So, warte. Ich will einfach gucken, wie die Taste davon abkoppeln. Shift T. Shift C, genau. Das sind wieder ankoppeln, ist wieder lustig. Ja. So, bitteschön. Da muss halt der Beruf passen. Ah, hier haben wir nicht. Und noch breiteren. Da wieder das ist schon der breiteste. Ja, warte mal. Der Bio hat bestimmt schon alles fertig gebacken, wenn wir da sind. Wahrscheinlich. Das ist der nächste Baustelle fahren. Also wenn wir den ersten Auftrag, ne? Dann geht der dritte an. Weil da muss er jetzt aufpassen, ne? Ja. Ja, wir haben keinen breiteren Anhänger. Aber gibt's noch? Würde es einen geben? Nee, ne? Nein, deswegen, es gibt keinen breiteren, das ist der breiteste Anhänger. Ach, passt da drauf. Ja, wird da schon passen. Wird zwar auch knapp, aber passt, ja. Ja. What the fuck? Kriegst du das hin, Heiko? Ja. Ist da drauf. Klingt auf jeden Fall nicht so. Fahr mal bis ganz ran vorne. Genau, und dann, wenn du fertig bist, dann gerade. Okay, gerade ist er einigermaßen. Dann kannst du aussteigen und ihn schon mal sichern. Ja, du könntest die Schaufel noch weiter runter machen vorher vielleicht. Okay. Den Arm oben, weil sonst bleibt an jeder Ampel damit hängen. Mach die mal so ein bisschen lang, so ein bisschen ausgestreckt vorne. Also den zweiten Arm so ein bisschen anwinkeln noch, genau, also genau ausstrecken, ja. Und jetzt ein bisschen runter noch, genau. Also dass er hinten möglichst nicht groß übersteht, aber so ein bisschen aufstützen halt einfach hinten. Ja, passt schon. Ist okay, weiter. Muss nämlich nicht ganz so hoch. So, kannst du ihn sichern? Ich hoffe, ja. Warte. Ich muss erstmal den Punkt finden, wo ich ihn überhaupt sichern kann. Auch nicht ganz so einfach. Da. Ja. Gesichert. Ich steck ja, bei dir mit ein. Ist sicher, der gesichert ist? Ja, da stand Ladung gesichert. Okay, gut. Nicht mehr dran. Ja, dann musst du mal aussteigen nochmal. Muss schon warten, bis ich drin bin. Ja. So, da man die hintere Achse ja auch lenken kann hier, ist das ja kein Problem eigentlich. So, stopp. Ankoppeln. So, wo müssen wir jetzt hin? Die Baustelle, die eigentlich markiert ist, ne? Ne, warte, die markiert ist, glaube ich, das Windkraftwerk, ne? Baustelle 3 ist markiert, nämlich, genau. Aber kein Problem. Baustelle 1 habe ich markiert. Ja, so. Die ist ganz nah dran. Brauchen wir noch irgendein Fahrzeug an der Baustelle, Bier? Aktuell nicht. Also ich habe meine, die ich brauche hier. Muss doch mal gucken. Ich weiß nicht, ob noch Betonmischer oder so was ich brauche. Verarschen, ey. Was? Spiel verarschen mich ganz komplett. So, aber der Heiko, der kann mir mal hier einen Kipper mitnehmen, einen Muldenkipper. Also man kann mit dem richtig gut arbeiten, ja. Also es ist der Wahnsinn. Der spielt sich richtig angenehm. Spring einfach rein in einen Muldenkipper, Heiko. Ja. Was fahren? Also laufen kannst du nicht oder was? Aber fahren oder wie? Ich hoffe. Achso. Ich weiß nicht, ob er gleich fahren kann. Du wirst gleich sehen, weil ich rückwärts fährt. Okay, der ist voll. Weil der Bagger ja, aber ja lass stehen. Ja, ich lass ihn da stehen. Nicht, dass du mir den jetzt wegfährst. Ne, der ist noch 15,5, hat er erst ein paar 20. Wir haben noch zwei weitere. Ja, naja, aber wir müssen es ja nicht wegbringen. Nur, dass das aber nicht auf dem Boden liegt, der Sand. Deswegen, verstehst du? Multiple 2. Wir verstehen. Okay, kritisch mitfahren. Was? Fahren wir auch kritisch. Bei dem Ruckland. Warum liegt hier Bio? Ich hab nichts gemacht jetzt.
Warum liegt hier ein PKW auf dem Kopf an der Kreuzung? So, das war ich doch. Brauchst du Unterstützung beim Baggern? Ja, gut. Geht ja extrem langsam voran hier. Ja, mit der kleinen Minischaufel. Ja, ist ein großes Feld, ja. Ne? Du hast ja nur eine 1 Kubikmeter Schaufel. Ich bringe hier gerade eine 3 Kubikmeter Schaufel an. Ups. War ich nicht. Hab gerade nicht, in die Tür von dem parkenden Auto mit fetter Schramme reingemacht. Na, warte mal, dann mach ich mal Platz hier für dich hier, wo du hier rauffahren kannst. Der Bus muss doch nicht rauffahren, er kann doch einfach auf Straße stehen dann. Ja, aber wäre schon schön, wenn man nicht immer hin und her fahren müsste, um den Sand abzuladen. Oder? Sehe ich das falsch? Nein, siehst du vollkommen korrekt. Also jetzt geht's momentan eigentlich. Ja, jetzt geht's. Hoffen wir es mal so gleich. Oh, Platz machen hier, damit Eis sich daneben stellen kann. Damit der Große jetzt kommen kann. Der Kleine hat schon mal die Vorarbeit gemacht. Jetzt kommt der Big Mac. Ich mache den letzten schon mal rum. Na, den Bauzaun da wegnehmen. Na, ganz ehrlich, der Bauzaun ist hier wie Beton. Mhm. Heiko, du könntest ja, mal ja, den, Heiko hat ja den Dings nochmal ran. Ah, warte. Wieso, Heiko, der Kran lässt du da wegfahren? Später. Ja, bei dem Gebäude, bei dem anderen aber nicht. Ach so. Oh, das war ich jetzt aber nicht gewesen. Was warst du? Nee. Du bist dann rückwärts in den Bagger gefahren. Ja, bestimmt. Ich hab's genau gesehen. Deine Schaufel wohl zu groß war? Meine Schaufel? Ja. Ups! Ah! Hab nichts gemacht. Schön. Oh! Gut. Stopp. Achso, haha. So muss das sein. Ich bin nochmal rausgesprungen. Ja. Yeah. Weil ich hing ja im Bauzaun. Haben wir gesehen. Allerdings ist jetzt der LKW wieder im Weg. Ja, ich fahre ihn weg. Also bis der große Baggermann zum Einsatz kommt hier. Ja, es tut mir ja leid. Weiter? Ah, wird eng. Ist doch kein Wunder, kommen wir mit dem großen Bagger an die Rinde, mit dem kleinen Bagger im Weg hier überall. Ich glaube, es ist sinnvoll, einfach noch einen zweiten kleinen Bagger zu kaufen, als gleich noch einen großen. Ist egal. Wir kaufen noch 3 große und knallen hier auf so eine kleine Baustelle. So. Weiß. So machen wir das. Ach, Eis, hier kommst du nicht durch am Ende. Wo komm ich nicht durch auf. Am Ende? Was tut da? Jetzt ist der Kipper weggeflogen. Ich glaube, an der Baustelle gibt es ein paar Kollisionsprobleme. Ich glaube auch. Weil ich kann mir rückwärts laufen. Du weißt ja, welcher Kipper das war. Ups, ich hänge im Gebäude. Ja, sorry, das Gebäude. Die Baustelle ist eindeutig zu groß für, ist zu klein für 2 Riesenbagger. Du kannst hier nicht abladen, schade. Ja. Ich habe eine volle Schaufel. Ich fahre jetzt mal vorne drauf. Ich glaube schneller. Jetzt warten hier zwei Bagger. Heiko, wo bleibst du? Bin da. Ups. Das war neben, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, du hast getroffen. Nee, ich glaube, ich hatte daneben und Bio hat getroffen. Nee, er ist im Ball drin gelandet. Okay. Da hat er schon mal daneben. Ups, war mal eher drin bei mir. Aber ehrlich, ich halte das einfach nicht mehr aus, ey. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Server und einmal neu. Ja, Folge ist auch schon zu Ende. Das heißt, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder hier. Und jetzt sind wir zu Ende, ist schon eine halbe Stunde weg? Ist jetzt schon eine halbe Stunde, ja. 29 Boah. Minuten sind wir. Gibt's ja eine Abrechnung. Heiko hat das Spiel verlassen. Da wir jetzt bestimmt gleich wieder synchronisieren dürfen. Warten wir jetzt einfach.
wünschen wir euch erstmal heute einen schönen Samstag. Macht nicht so dolle. Wir sehen uns morgen am Sonntag wieder hier mit einer neuen Folge Bausimulator. Ja, bedanken wir uns natürlich fürs Zugucken, sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.